le hashish, cocaïne, la weed. Vous avez vu le bang bang. Filtré, pas action même. Vas-y, là. Wenn ihr jemals in dieser Stadt seid, kommt niemals hier hin, ohne dass ihr jemanden kennt. Niemals. J'ai pas perdu mes couilles. Yo, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu meiner zweiten Hood-Folge hier in Marseille. Wir sind im Viertel Felix Piat. Wir haben ein paar Jungs heute mit uns. Einige von den Jungs sind Rapper, einige sind einfach nur bekannte Straßengrüßen. Ich würde mal sagen, die Jungs stellen sich einfach mal selber vor. Yo, l'équipe, c'est Noan. Moi, je suis artiste. J'habite pas loin de Felix Piat, dans le 3e arrondissement. Et on est venu vous faire découvrir le quartier un peu, hein, avec les frérots. Je vous passe RR. Hey, les gars, moi, c'est RR, les gars. Vous savez, mec du parc, mon frère. Vous voyez ce quoi, les gars? Mec de la caille. Celui qui veut de la caille dans ce quartier, viens là, mon frérot. R1000, mon frère. Wesh, les gars, c'est Sikou, artiste. Hier, j'ai clippé, hier, j'ai envoyé mon clip, les gars. Allez booster ça à fond. C'est énervé, les gars. On va vous présenter la cité. Yannay veut la voir, vous allez la voir aujourd'hui. Wir gehen jetzt rein. Wir gucken, was abgeht. Let's go. Parquet. Vous avez jamais vu Felix Piat? Eh bien, aujourd'hui, vous allez la voir, bande d'inculés. Et on vous baisse, bande de fils de pute. Simple. Efficace. C'est radical. Là, on va vous expliquer. On arrive dans notre cité, là où on s'est toujours calé. Notre petit calage, notre petit endroit. Le stade là-bas où on a joué toute notre enfance. Le stade. Faut pas oublier. The Western. On a joué dans ce stade toute notre vie. Hein? Ici, on se finit là. On se mettait là, he's a smoking. He's a smoking, ouais. Coffee shop. He's a smoking. Hein? Smoking, smoking. C'est là, c'est là. Si, si, he's a smoking. Wenn ihr die Gebäude seht, wenn ihr die Gebäude seht und die Gebäude vergleicht, seht ihr, das wurde neu gemacht. Wieso? Weil hier ist die U-Bahn. Das ist so nah am Stadtzentrum. Die können den Scheiß hier nicht so verrotten lassen, weil hier noch Touristen vorbeikommen und alles Mögliche. Deswegen machen die hier ein bisschen neu, aber in den anderen weiten Vierteln scheißen die einfach auf alles. Ici, c'est un deuxième calage, ici. C'est là où on se réunit tous. Là, c'est le moment des réunions. C'est le moment des réunions. Réunions. On vient toutes ici. Les décisions se prennent. On vient là tous les matins ou n'importe quelle heure. Il y a toujours des gens, il y a des mamans, des papas, il y a tout le monde. On s'entend tous bien. Voilà la cité, comment c'est. On va vous montrer où les transactions se passent. Il y a des files ici. On arrive dans un coin sombre, comme vous voyez dans le mur. The wall. It's a smoking. Le mur, the wall. The wall. Good weed. The weed, the hashish, the cocaïne. Oh, good, good. Venez, venez, on va voir les taffeurs, tout ça. Là, coin de stup. Ici, et. Nichts gehört, nichts gesagt, nichts gesehen. 100%. 43D3, vous voyez, ici c'est. Voilà. C'est la cité, vous voyez. Bruder, bist du dein ganzes Leben hier, bist du hier aufgewachsen? Bist du dein Viertel hier? Ça fait 33 ans que j'habite ici. En comptant la prison, tout ça, j'ai grandi ici. Ok, wir sind jetzt hier vor dem Four. Heißt auf Französisch, also heißt Ofen auf Deutsch, ist deren Hotspot, deren Verkaufspunkt, wo die deren Drogen verchecken. Wird uns das da reinbringen und let's go. Il y a plein d'endroits où on se pose. Il y a là-bas, 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 il y a plein d'endroits. Les spots, il y en a plein. Pas besoin de. Hein? Il y en a plein, on se. Tout le monde sait. Let's go. Vous voulez voir le hashish, cocaïne, cocaïne. The freak man. Allez, on passe dans les coins sombres. Vous les masques. The policeman. Les Jungs, die rufen. Maintenant, ils veulent pas d'abord. Yo Leute, und genau das war die Situation, wo wir dachten, okay, jetzt wird es wirklich ein bisschen gefährlich. Von links und rechts kamen auf einmal zwei Typen, jeder mit gezogenen Waffen. Und wir wussten erstmal gar nicht, was abgeht. Die haben dann angefangen auf Französisch mit unseren Jungs, mit denen wir da waren, zu diskutieren, weil die erstmal vom Video gar nichts wussten. Dann haben die sich gegenseitig aufgeklärt und so, und dann war alles wieder gut, dann ging es ganz normal weiter. Wir sind hier vor deren Fuhr, vor deren Eingang zu deren Drogennetzwerkpunkt.
Die Jungs gehören hier zum Team und die haben ja alle eine Aufgabe. Was ist deine Aufgabe, Bruder? Was machst du hier? On est là. On est là, on guette. Quand la police en crie. C'est tout. Wenn du hier arbeitest, was verdienst du hier am Tag? C'est 100 la mi-temps, 200 TP. Bruder, wenn du diesen Job gewählt hast, ich weiß nicht, ob es gefährlich ist oder nicht, aber ist es für dich eine gefährliche Arbeit, ein gefährlicher Job? Nein, nein, c'est pas dangereux. Et on va vous montrer le bloc là, là où tout se passe, il y a la machin, la drogue dure, la drogue dure. J'avais misé, faut rentabiliser. Combien il a misé, tu vas te faire avoir. Le négro est rusé, les armes viennent la Russie. Mes gars, ils sont rusés, se déplacent au cas où. Si je deviens furieux, combat à ta furie. Sur la terre, faut miser comme Stéphane. Là, on va vous montrer le hashish, cocaïne, tout ça, la weed, tout ça. Là, là vous avez vu le bang bang tout. Et là, vous allez voir los. Money Shoe Game Strong. TN. Aber nur runter, Vas-y. Hey, des Affaires, man, Fleschi. Filtré. Alles. 5K. Voilà, ça. Wenn ihr jemals in dieser Stadt seid, kommt niemals hier hin, ohne dass ihr jemanden kennt. Niemals. Ja. No Gangster, man. Das wird ein kranker Video. Die ganzen Kunden, die hinkommen, folgen diesen Pfeilen hier. Bam, 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 bam. Hier lang, hier lang. Und hier gibt es ihren Stuff. 10, 20, 30, 20. Ja, du. Venez, y'a de la frappe, y'a tout. Y'a tout, les gars, y'a tout, les gars. Il est pas encore arrivé, c'est pas vrai, j'ai vu. Et j'étais tous en train de pousser le blanc parce que j'ai pas vu. Voilà, tiens-moi. Wenn ihr mal auf diese Wand guckt, seht ihr diese Löcher? Wisst ihr, was diese Löcher sind? Alles Schusslöcher hier. Hier. Überall Schusslöcher. Das ist Ghetto. C'est là, même devant le A7, mais on va pas tout vous montrer. On va vous montrer que là. Y'a plusieurs catégories de cartouches, comme vous l'avez vu. Salam alaikum. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hingehen, aber jede Sache, die wir gerade sehen, hier ist zu krass. Also gehen wir einfach mal hin. Unser Bro CQ zeigt uns alles. Comme vous le voyez, piste. Bruder, wir sehen hier überall Schusslöcher an den Wänden, an dem Eingang, irgendwas. Was hast du davon in deinem Leben selber gesehen und kannst uns eine Geschichte erzählen von irgendeiner Schießerei hier? Ouais. On a déjà vu des gens se faire tuer, on a tout vu, frérot. On a vu des gens se faire découper. Frère, ciment, ça brûle des gens à l'acide, tu veux quoi de plus? Y'a des cochons, ils mangent des humains, frérot. Voilà, par Allah le sang. Wir sind hier mit den Jungs und ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen, dieser Bruder hier ist Siku, er ist Rapper, nicht, dass ihr es vergessen habt. Er hat gestern ein Lied rausgebracht, Marvel heißt das. Das Lied ist brutal, brutal. Ich will, dass jeder, der dieses Video guckt, auf seinen Kanal geht, abonniert, liked und 100 Mal sein Lied anhört. Rasiert. 43. Wisst ihr, warum ich eigentlich Lucky Luke heiße? Ich glaube, ihr habt gerade gesehen, wieso ich Lucky Luke heiße. Bumpy Johnson. Bumpy Johnson. 143. It's Lake. Yeah, the shit. Et Lucky Luke. It's Lake. Non, on va pas là-bas, on va pas au bout. On reste là. Ouais, on se met là. Ouais, ils vont faire une interview pour sa musique. Guck mal diese Teddys an. Ich will dir expliquer ici. Ici, on a tout fait ici. On a fait des clips. The clip man, the wow, the cameraman. On a tout fait ici. Ici, voiture brûlée. On a brûlé des voitures. On a
On a tout fait. C'est trop ici. Après, venez. Je vais vous montrer. Voilà. Là, regardez, des clochards. Ils jettent les couches avec des règles. C'est des clochards. Voilà. Sur ma mère, c'est des clochards. Venez, je vous montre un peu. Je vous montre un peu, là, la cahier. Comment, was für ein Unterschied. Hier liegen Binden und tote Teddybären auf dem Boden in einem schlimmsten Ghetto-Hochhaus und hier sind einfach Kinder auf einer neuen Wiese am Spielen. Das ist Frankreich. Das ist Frankreich. Das ist Frankreich. Der größte Crack neben dem saubersten Rasen, den ich je gesehen habe. Tellement que c'est sale, ils ont fermé ici. Ils ont fermé pour que personne n'y passe. Parce que c'est sale. Ici, Cancer, Sida. Bruder, ich wollte dich fragen, ist Marvel dein erstes Lied gewesen, was du rausgebracht hast? Und was ist dein Plan für 2024? Ouais, frérot, c'est mon premier Clip. Et ça arrive fort, ça arrive fort. Ça arrive très, très, très fort même. Je pense pas que vous êtes prêts. Et voilà, juste restez branchés. C'est tout ce que je demande. Après, faites ce que vous voulez. Les gars, c'est vrai qu'on est en période de guerre, tout ça, mais ne vous inquiétez pas. Venez toucher, vous prenez votre morceau, vous repartez intact. Personne ne va parler avec vous. C'est bon, au moins vous êtes au courant. Wenn ihr den Namen Felix Piat hört oder wenn ihr mal an diesem Viertel vorbeifahren solltet oder vorbeilaufen sollt, das erste Gesicht, was ihr beim Eingang seht, ist dieser Junge. Das heißt, dieser Junge ist das Viertel. Aber wie ist es für dich, in diesem Viertel aufgewachsen zu sein, Bruder? Alors les gars, j'ai 24 ans et ça fait 20 ans que j'habite là. Frérot, ça fait longtemps. On est tous nés là, frère. On est tous nés là. Il n'y a pas de un il est à côté, un il est à côté. Mon bloc il est là, son bloc il est là, frérot. C'est tout. Ihr müsst euch vorstellen, um euch mal zu zeigen, was für Zustände das sind. Hier vorne hat der Junge geballert mit einer Waffe, mit einer scharfen Waffe. Und hinter diesem Haus, direkt dahinter, ist eine Polizeistation. Ein riesen Revier. Autos, voll Polizeiautos. Aber es juckt dir einen Scheiß. Die können hier machen, was sie wollen, die Jungs. Hier oben im Dach. Wir sind jetzt hier in einem Gebäude. Wir gehen gleich aufs Dach nochmal kurz, damit wir die Dächer von Marseille sehen ein bisschen. Wenn ihr guckt, hier ist einfach ein Fahrstuhl und hier direkt ist eine Moschee. Ja, genau hinter der roten Tür war direkt der Eingang zu einer Moschee mitten im Wohnhaus. Brother? Yeah, my brother. Jo Leute, hiermit verabschiede ich mich aus Felix Piat. Ich hoffe, euch hat alles gefallen. Kommentiert, was euch am besten gefallen hat und kommentiert, wo ich als nächstes hin soll. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und mehr von so Sachen sehen wollt, abonniert mich und abonniert auf jeden Fall auch meinen Bruder Siku, denn er hat hier alles möglich gemacht. Nicht vergessen, jeder, der mich unterstützt, soll auch ihn unterstützen. Ich werde sein Instagram verlinken und sein YouTube verlinken. Geht alle rüber.